We're going to win, win, win. Thank you. Das ist ein ganz wichtiger Tag hier bei den Vorwahlen. Insgesamt wird in 12 Bundesstaaten gewählt. Der Jackpot ist natürlich das schöne Haus da hinter mir. Da wollen sie alle rein, das Weiße Haus. Und es wird ein ganz erbitterter Kampf, da bin ich mir ziemlich sicher. Tuesday, go out and vote. I love you all. Thank you. Thank you. Thank you. Und bei den Republikanern ist es extrem schmutzig geworden, der Wahlkampf in den letzten Tagen. Also zwischen Donald Trump, Ted Cruz und Marco Rubio, da geht es echt zur Sache. Auch viel härter, als wir das so aus Deutschland kennen. I treat him as an entertainer. I laugh it off. It's like going to the circus and seeing the acrobats and the dancing bears. He put out a picture of me having makeup put on me at the debate, which is amazing to me, that a guy with the worst spray tan in America is attacking me for putting on makeup. He's not cool. He sweats too much, and I don't want him negotiating for us. Der Trump, der hofft natürlich darauf, dass er derjenige sein wird, der dann hier das Rennen macht. Marco Rubio setzt so ein bisschen darauf, dass er möglicherweise ein paar Delegiertenstimmen bekommt, die ihm dann dabei helfen, später, so Mitte März, dann doch noch gegen Trump zu gewinnen, wenn in Florida gewählt wird und in anderen wichtigen Bundesstaaten. Aber wenn Trump heute hier den Durchmarsch macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihm die Kandidatur zu nehmen ist, doch relativ gering nur noch. But Rubio is probably a worse liar than Cruz. I don't know who to pick. I'll pick at the end of 3 or 4 weeks. I'll give you my pick. Does that sound okay? Die republikanischen Kandidaten, die anderen Kandidaten, die haben echt lange damit gewartet, auf Trump loszugehen. Das hat eigentlich erst vor ein paar Tagen so richtig begonnen. Donald Trump is trying to pull off the biggest scam in American political history. Listen, if there's a problem in his taxes, the voters have a right to know. Die fangen jetzt auch erst an, den auch ein bisschen inhaltlich zu stellen und ihm auch so ein bisschen seine Vergangenheit als Immobilienhai vorzuhalten. Das haben sie halt vorher überhaupt nicht gemacht. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, die sind jetzt irgendwie auch aufgewacht. Aber es könnte eben dann doch tatsächlich auch ein bisschen zu spät sein, langsam.